Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wir aussehen wie frisch aus dem Olivenmeer emporgestiegen, den Olymp bestiegen und aussehen wie kleine Götterinnen und Götter. Ich bin sehr, sehr gespannt, denn ich habe gestern 2 Pakete bekommen mit 9 Produkten von Nabla und von Love, die sehr, sehr spannend klingen. Ob die Sachen wirklich spannend sind, das werden wir heute in diesem Video herausfinden. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr hattet eine erfolgreiche Woche und ihr könnt euch auf euer Wochenende freuen. Ich freue mich riesig. Am Sonntag kommt ein neues Buch von Danny online. Da freue ich mich schon für ihn drauf. Und es ist Zeit fürs Wochenende. Die Woche war wild. Ich glaube, man sieht es. Aber ich freue mich riesig, denn wirklich die Sachen hier, Freunde, das ist optisch zumindest schon 100 Punkte. Ihr kennt Nabla mit Sicherheit. Das ist eine italienische Marke, die preislich tatsächlich so zwischen Drogerie und High-End sind. Also ein sehr akzeptables Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist tatsächlich, finde ich persönlich, sogar noch besser als bei anderen Marken. Aber die Sachen liegen so zwischen 10 und 30 Euro alle. Und ich habe hier 4 neue Two Reasons Paletten. Die sehen einmal so aus. Das sieht aus wie flüssiges Gold und dort drin sind Blush- bzw. Glossfarben, die man übereinander legen kann. Ich habe 4 verschiedene, ich zeige euch die gleich noch, aber wir haben auch einen neuen Concealer von Nabla, der sehr gehypt wird gerade, von dem ich selber persönlich aber noch keine Erfahrung habe, und einen Freckle Maker. Und von Love gibt es eine neue Mascara. Auch die wird wohl als neue Hype-Mascara betitelt. Ich bin sehr gespannt. Wir finden das heraus und ich hoffe, es geht euch gut. Und ihr freut euch auf die nächsten 20 Minuten mit mir. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Schreibt einfach irgendwas in die Kommentare, wenn ihr darauf Lust habt. Das hilft mir tatsächlich am meisten. Und wir starten auch mit dem Make-up. Ich habe tatsächlich noch nichts im Gesicht, außer die Augenbrauen. Da habe ich von Merve und Essence dieses Brow Gel, das ist so krass. Man darf es nur einmal raufmachen und dann darf man sie nicht mehr berühren und dann sieht das wunderschön aus. Und als Foundation, es tut mir halt immer leid, ne? Aber ich glaube wieder diese hier, die Rival Loves Me Foundation. Es ist im Moment vor allen Dingen auch wieder die einzige Foundation, die ich trage. Ich liebe sie halt tatsächlich über alles. Ich mache einmal die Base kurz rauf und quatsche so ein bisschen mit euch, was die Woche alles los war und wie es nächste Woche weitergeht. Ich weiß, dass ihr schon sehr, sehr ungeduldig seid auf den Restock vom Jacomob. Ich weiß, ich bin es auch tatsächlich. Die Sachen sind auch mittlerweile alle da und verpackt. Aber dadurch, dass ich ja jetzt die Möglichkeit bekommen habe, mit Retailern zusammenzuarbeiten und mehr Leuten die Möglichkeit geben kann, die Sachen schneller zu erhalten und auch mit anderen Sachen zu kaufen, gibt es die Produkte ab ganz kurzer Zeit bei Cosmetic for Less unter anderem. Und die Produkte, die ich auch heute hier habe, habe ich von Cosmetic for Less zur Verfügung gestellt bekommen. Sie haben mir auch einen Code gegeben, den blende ich euch hier einmal ein. Damit kriegt ihr, ich glaube, 15% auf einige Marken, unter anderem auch Nabla. Und das ist natürlich schon eine super Sache. Und die Sachen werden jetzt diese Woche bzw. nächste Woche zu Cosmetic for Less geschickt und dann geht es auch bald los. Also ich denke mal, in den nächsten 2 Wochen können wir mit dem Restock-Verkauf starten. Es dauert halt immer so ein bisschen, bis ich auch bereit bin und bis die Firmen bereit sind, die die Produkte bekommen. Und dann freue ich mich, wenn es soweit ist. Dieses Wochenende ist Dannys Launch und lasst es euch gesagt sein, schaut unbedingt morgen bei mir auf Instagram vorbei. Wir gehen da live und machen mit euch gemeinsam so eine kleine Launch-Party, um das Ganze so ein bisschen zu feiern, weil das ist Dannys größtes und spannendstes Werk und da bin ich natürlich sehr stolz und unterstütze ihn auch. Ich habe es schon gelesen und das ist, ich glaube, das ist das schönste Buch, was er geschrieben hat. Sehr, 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 sehr schön. Foundation ist einmal drauf. Ich gehe noch ganz kurz mit dem Schwamm rüber. Ich habe tatsächlich jetzt oft Nachrichten bekommen, warum ich denn meinen Jacomob nicht mehr benutze. Ich benutze ihn tatsächlich im Moment nicht, solange ich nicht allen die Möglichkeit geben kann, ihn zu kaufen. Weil ich weiß, es ist total doof, wenn man etwas haben möchte und die ganze Zeit sieht, dass es benutzt wird, aber man kann es nicht kaufen. Und deswegen, sobald er da ist, ist das Ding weg. Die Base ist einmal drauf. Ich starte tatsächlich mit dem Concealer. Und das ist der Regeneration Uplifting Creamy Concealer. Der kommt in einer sehr, sehr hochwertigen Verpackung und hat hier oben, leider in Anführungszeichen, so einen Schwammapplikator. Den könnte man wahrscheinlich theoretisch auch abmachen. Ich habe 3 Farben geschickt bekommen und hier habe ich gerade Light Peach. Es ist
extrem schwer. Also es fühlt sich richtig, richtig hochwertig an. Hier sind 3,5 Milliliter mit drin. Das ist so eine Standardgröße. Und Test Results haben gesagt, dass der Concealer 90% einen weicheren Effekt für Falten unter den Augen gibt. Die Hautelastizität wird nach 4 Wochen erhöht. Also das ist nicht nur Concealer, sondern das ist auch Hautpflege mit im Concealer. Denn hier sind Chestnut, ich glaube, das ist Kastanien, Blumenextrakt, Fructose und Glucosylhesperidin, whatever it is. Skincare ist hier mit im Concealer drin. Finde ich persönlich immer ganz spannend. Es ändert sich gerade tatsächlich vieles bei den Make-up-Brands von Texturen hin. Deswegen bin ich auch sehr gespannt auf diese Produkte, die jetzt gleich kommen von Nabla. Weil in den letzten Jahren hatten wir viele Puder- oder Cream-Produkte. Aber es gibt so viele verschiedene Texturen mittlerweile, die man recht günstig und recht erfolgreich produzieren kann. Und einige Marken machen das schon. Nabla macht das schon seit einer ganzen Weile. Die waren so ein bisschen Vorreiter, bin ich der Meinung. Huda Beauty hat in ihrer neuesten Palette ja auch sehr, sehr viele verschiedene Texturen mitgehabt. Und ich arbeite auch gerade an einer ganz besonderen Textur. Die ist aber noch nicht perfekt. Der Concealer kommt einmal in dieser Drehverpackung und wir drehen mal. Ah, ich sehe schon etwas. Kommt tatsächlich schon raus. Fühlt sich sehr weich an, riecht nicht. Ich gehe jetzt erstmal hier so ein bisschen lang. Tatsächlich ist die Farbrange sehr gut, obwohl es nicht 50 Farben sind, sondern ich glaube, es sind 11, 12 von sehr hell bis sehr, sehr dunkel. Und die sollen sich wohl auch so ein bisschen anpassen. Er fühlt sich sehr gut an. Ich bin tatsächlich nicht so ein Fan von diesen Schwämmchen-Applikatoren eigentlich gewesen, aber manchmal sind das Möglichkeiten, Texturen recht ebenmäßig aufzutragen. Man wird mit Sicherheit das Ding auch abmachen können. Mache ich jetzt nicht ab. Ich möchte es euch einfach so zeigen, wie es einmal ist. Ich habe einmal mein Geodreieck unter die Augen gesetzt und wir verblenden das Ganze mal. Der Concealer soll übrigens eine medium bis aufbaubare Deckkraft haben. Ich finde, das stimmt auch. Er lässt sich extrem gut einblenden. Wow. Wobei tatsächlich meine Augenringe im Moment, ich habe eine neue Kombination gemacht an Hautpflege. Und ich glaube, ich habe die beste Hautpflege dafür gefunden. Ich weiß nicht, wann das Video online geht. Es sollte in den nächsten Wochen online gehen. Es ist auf jeden Fall schon gedreht. Also ausgeblendet hat sich das Ganze extrem schnell. Sieht sehr, sehr schön aus. Ich werde mir gleich noch eine zweite Schicht an die Punkte setzen, die ich noch so ein bisschen verstärkt haben möchte. Hat sich sehr gut in die Foundation einblenden lassen und ist vom Finish tatsächlich ähnlich wie der NARS Creamy Radiant Concealer von der Textur her. Er ist nur nicht ganz so dick, was ich persönlich immer sehr gerne mag. Ich drehe mal noch ein bisschen und baue noch etwas auf. Also First Impression ist schon mal gut. Ich werde ihn natürlich heute auch im Laufe des Tages tragen und euch dann in dieses Feld hier schreiben, wie er funktioniert hat. So, ihr Süßen, ein kleines Update zur Base. Es sieht nach mehreren Stunden immer noch wunderschön aus. Auch der Concealer hält dem Tag stand. Es sieht fantastisch aus. Ich fühle mich richtig, richtig wohl. Mega bis jetzt. Beziehungsweise am Ende dann nochmal drauf eingehen. Vielleicht mache ich auch nochmal so ein Insert. Aber also ich komme gleich ein Stückchen näher ran. Ich glaube, ihr seht schon ganz gut. Hat extrem aufgehellt, sieht sehr, sehr glossy aus, ohne dass er so richtig creased. Also oft ist es bei diesen flüssigen Concealern so, dass sie dann so in die Fältchen reinrutschen. Hier nicht, bis jetzt. Tatsächlich muss ich sagen, ich war erst so ein bisschen skeptisch mit dem Applikator, weil das ist ein bisschen schwierig. Aber meistens benutzen wir Concealer ja unter den Augen und da ist es nicht ganz, da haben wir meistens keine Unreinheiten, sondern da ist die Haut ein bisschen sauberer. Klar, das ist immer noch nicht das Beste, aber man kann es dadurch natürlich viel, viel präziser dosieren, weil einfach nicht zu viel Produkt draufkommt. Das ist ja etwas, was mir persönlich immer sehr, sehr schwer fällt. Ich klatsche mehr Concealer rauf, dass ich darunter ganz Atlantis verstecken kann. Mein Gott, wenn die Witze nicht mehr rauskommen, dann weißt du auch, es ist halt fürs Wochenende. Okay. Also, First Impression, wunderschön, hat sich sehr, sehr schön einblenden lassen. Auch hier gehe ich gleich nochmal mit einer zweiten Schicht an die Stellen, die ich ein bisschen aufgehellt haben möchte. Das ist tatsächlich die Farbe Light Peach, die passt bei mir jetzt perfekt. Ich habe auch noch zwei hellere. Ich glaube, dass ich die im Winter dann ganz gut benutzen kann, wobei ich bei Concealer eh immer nicht ganz so auf die Farben achte. Hauptsache, es passt so ein bisschen.
Das gefällt mir tatsächlich extrem gut. Ich werde das Ganze jetzt mal ganz, ganz leicht zetten. Dafür nehme ich den Jacomob. Ich kann nichts anderes nehmen, außer den Jacomob dafür. Gehe in mein Puder und gehe nur ganz leicht hier erstmal unter den Augen lang, dass es nicht verrutscht. Gefällt mir sehr, 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 sehr gut gerade. Kommen wir zu dem für mich spannendsten Produkt. Und das ist diese Two Reasons Lightweight Cream Color in Classy Balm von Effortless Natural Looking Flush. Wir haben vier verschiedene Sets. Ich blende euch hier einmal die Farben ein. Hier ist Berry Nude. Dann haben wir Flushed Terracotta mit so einem super spannenden orangefarbenen Gloss und so einem etwas, ja, dunkleren Ton. Ich muss sagen, die Farben sehen sehr inklusiv aus für dunkle Haut. Wir haben sehr intensive dunkle Farben, aber auch etwas hellere. Hier so einen schönen Erdbeerton, das ist die Farbe Touch My Soul. Auch hier wieder diese besondere Textur und diese Glossart. Man kann tatsächlich durch diesen Gloss auf das Fändchen runtergucken. Ist total spannend und das fühlt sich auch sehr, sehr schwer an. Und zu guter Letzt haben wir hier die Farbe Soft Nude. Auch die ist super, super schön. Geht eher so ein bisschen in die Mauve-Richtung. Und das sieht recht gelb aus, aber ich glaube auch, dass das etwas flüssiger ist. Also das ist eigentlich fast transparent, oder? Ja, das ist wirklich ein transparentes Gloss. Also die Verpackung scheint natürlich so ein bisschen durch. Ich glaube, ich starte mit der Farbe Flush Terracotta. Ich finde, das sieht super spannend aus. Auch der Gloss hier. Die sind, glaube ich, alle so ein bisschen transparent. Das ist jetzt nicht extra nochmal farblich angepasst. Wahrscheinlich nur, dass man das in der Verpackung so ein bisschen besser differenzieren kann. Ich swatch einfach mal, weil das sieht, oh, krass. Das ist so ein bisschen, ihr kennt die Texturen von Nabla. Ja, ich swatch es einmal kurz. Ein super schöner, recht dunkler Ton, der schmilzt und wird dann so eine Cream-to-Powder-Formula ein bisschen, hat aber einen glossy Finish. Ich swatch einfach mal alle. Krasse Farbe. Und Nude. Okay, das sind richtig, richtig schöne Farben für den Blush, vor allem für den Herbst, Winter. Ich glaube, ich starte als erstes mal hier mit dem Nude Ton, weil der passender bei mir aussieht, glaube ich. Ich nehme mir dazu hier einfach so einen Blush Brush von Fenty, den mag ich dazu sehr gerne, und gehe hier rein. Sieht sehr pigmentiert aus. Ich arbeite mir erst in die Hand und dann gehe ich ganz leicht in diesen Gloss-Ton mit rein. Ich mische mir das so ein bisschen. Ich mag ja diese Glossy-Effekte sehr gerne. Man soll wohl den Gloss auch einfach rübergeben können. Ich glaube, ihr seht sofort diesen Gloss-Effekt auf der Haut, aber es fühlt sich nicht speckig an. Ich nehme jetzt wirklich nochmal nur Gloss und setze das hier rüber. Wow! Seht ihr das? Ich drehe mal das Licht kurz weg. Freunde, ich sehe aus, als wäre ich aus dem Olivenöl emporgestiegen. Ist natürlich so eine kleine Sauerei, aber das ist bei Cream Blushes immer so. Wow, ich will noch ein bisschen mehr Farbe und ich gehe jetzt hier nochmal in diese Touch My Soul und setze mir das hier höher hin. Ich liebe ja diesen Overblush-Look. Okay, krass. Die sind extrem pigmentiert dafür, dass es Cream Blushes sind, aber sie lassen sich halt sehr gut in die Foundation und vor allen Dingen auch in den Concealer mit einarbeiten. Ich glaube, ihr könnt das sehen, ne? Dass das alles sehr, sehr seamless ist. Ich gehe damit gleich so ein bisschen hier an mein Auge. Man kann dann nämlich so ein bisschen den Lidschattenlook mit erweitern, ein bisschen auf die Nase. Also von der Textur her ist das fantastisch. Das ist nämlich nicht so richtig, richtig cream, aber sie sind halt extrem pigmentiert. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man sich den Ton Nude beispielsweise auf die Lippen gibt oder je nachdem, welche Farbe man sich dann ausgesucht hat, so einen leichten Touch an Farbe hat. Ihr könnt es natürlich auch ein bisschen intensiver machen. Und dann gehe ich mit dem Gloss. Boah, das schmilzt. Ich habe nichts außer Foundation, Concealer und Blush drauf. Die Haut sieht wirklich extrem krass aus. Ich muss euch näher ranholen. What ist das? Ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor diesem Gloss, weil Gloss ist für mich immer ein ganz, ganz dünnes Eis auf der Haut, weil ich Angst habe, dass es die Foundation kaputt macht. Ich gehe jetzt mit ein bisschen Puder hier über das Auge und unterm Auge lang. Also klar, man merkt, dass es glossy ist, aber wenn man sich das über die gesettete Foundation vielleicht noch rübergibt für so ein kleines Highlight. Okay, was sagen wir? Bis jetzt ist das gerade famos. Also das ist, ich rutsche mal noch ein Stück weg, dass ihr das noch ein bisschen besser sehen könnt, wie weich gezeichnet die Haut ist, obwohl sie nicht gesettet ist. Also ihr seht die Bewegung
auf meiner Haut. Freunde, ich fühle mich wie eine kleine Göttin auf dem Strand, am Strand. Okay, also das ist wirklich, wirklich spannend. Könnt ihr unbedingt mal ausprobieren. Sucht euch da am besten, je nachdem, welche Hautfarbe ihr habt. Die sind sehr pigmentiert, ne? Also das kann man schon sagen. Ich finde diesen Touch My Soul Ton hier in der Mitte sehr spannend für den Frühling. Und die anderen sind halt eher so ein bisschen neutraler für den Herbst, Winter. Aber du kannst es natürlich jetzt auch setten. Also ich könnte jetzt mit Puder rübergehen, aber ich möchte das gar nicht. Ich gehe mit einem trockenen Giacomo rüber und ihr seht, ne, also das ist schon pigmentiert. Ich möchte aber noch was anderes probieren. Und zwar gibt es so einen Freckle Maker. Das ist halt so ein Ding. Gebe ich mir das aufs Gesicht? Ich mag das eigentlich nicht so. Da kann man sich so kleine Punkte mitmachen. Die Spitze ist spannend. Das ist nämlich wie so eine Filzerspitze, aber die hat vorne so eine kleine Bubble. Und dann kann man sich so kleine Fraggles machen. Nee, ich will das nicht. Das macht die Base kaputt, oder? Egal, kommt. Okay, der Applikator ist krass. Und dann nehme ich meinen Finger und stempel einfach so ein bisschen. Okay, also das gefällt mir besser als das Frag-Ding. Und man kann es gut ausblenden. Also man kann es natürlich so ein bisschen übertreiben, so wie ich jetzt. Ich will ja, dass ihr auch was seht. Oder man gibt sich das einfach nur ganz vorsichtig hin. Ich will jetzt wirklich, dass ihr was seht. Also der Applikator gefällt mir tatsächlich besser als die anderen von Frack und von, wie hieß er, Jason Wu. Ich persönlich mag diesen Look aber nicht mehr so gern. Also eine Zeit lang habe ich es getragen. Man sieht halt, dass das keine echten Freckles sind, ne? Also da könnt ihr niemandem was vormachen. Aber wenn ihr das vielleicht, wenn ihr selbst, so, wer ist das, Sommersprossen habt und gerne Full Coverage Make-up tragt, aber eure Freckles eigentlich nicht verdecken wollt, dann ist das süß, weil die Farbe, das ist nicht so grün wie die anderen und auch nicht so rot, sondern das ist sehr neutral. Okay, also das ist bis jetzt der beste Freckle-Ding tatsächlich. Die Spitze ist echt gut. Ich glaube, ihr könnt es nicht erkennen. Die ist halt spitz, aber vorne ist sie wieder ein bisschen dicker. Das heißt, ihr kriegt gut Produkt raus und könnt sehr präzise machen. Und ganz ehrlich, bei den anderen ist halt immer das Problem gewesen, dass man so ein kleines Ding hat. Du hast immer so ein kleines Stiftchen und dann sitzt du da so und musst gucken, dass du irgendwie die Flecken aufs Gesicht kriegst. Das erinnert mich so ein bisschen an meine Catrice-Kampagne. Da habe ich ja auch so einen Soft Rosy Look geschminkt mit Freckles. Süß, ist wirklich süß. Also, wer das mag, funktioniert gut. Sieht bis jetzt am natürlichsten aus, weil die Farbe einfach sehr natürlich ist. Okay, also auf den Lippen gefällt mir der Gloss sehr, sehr gut. Jetzt kommen wir aber zu einem neuen Produkt von Love. Und das gibt es wohl auch bei Cosmetic for Less. Man kann sich das schon vorbestellen, weil sie, wie gesagt, gerade extrem gehypt wird. Sieht so aus, fühlt sich echt gut an, ist beklebt und das ist die Tusch-Mascara. Die soll wohl die Wimpern extreme Überlänge geben, Überdefinition und Übervolumen und dann die ganze Zeit halten. Das Bürstchen ist recht besonders. Das hat nämlich so wie so kleine Widerhaken dran. Und ich sette mir jetzt erstmal kurz mein Augenlid. Ich sehe tatsächlich so ein bisschen aus wie ein anderer Mensch. Ich lass die Foundation mit dem Blush so ein bisschen ungesettet. Und jetzt curl ich mir einmal die Wimpern. Ich habe tatsächlich durch das Wimpernserum extrem lange und vor allem auch dichte Wimpern bekommen. Aber ich muss dringend zum Wimpernlifting. Ich habe zwar so ein Set hier, aber das traue ich mir nicht. Ich mache das immer nur an meinen Augenbrauen. Und dann gehen wir einfach mal lang. Bin gespannt, wie es aussieht. Also, ich habe viel Gutes von der Mascara gehört, aber wir schauen. Ui. Ui. It's a lot. Nochmal, schaut mal bitte. Ich sehe total fremd aus gerade, ne? So diese extrem langen Wimpern, die Freckles und die Base. Mascara. Fühlt sich erster Eindruck recht gut an. Die ist nicht wasserfest, sie soll wohl aber extrem lange halten und soll sich aber auch gut wieder zu entfernen lassen. Das war ja so ein bisschen das Problem bei der Sky High Mascara. Du rubbelst da eine Stunde dran rum. Aber Mascara, auch hier, First Impression. Nett, gebe ich euch ein Update, aber wenn ihr euch dafür interessiert,
Könnt ihr euch schon mal einen Warenkorb bei Kosmetik vorlegen? Ich glaube, ihr könnt sie sogar schon kaufen. Die kommt dann nächste Woche oder so. Ich gehe jetzt noch mal ganz leicht mit der Palette hier lang. Ich glaube, ihr habt sie schon gesehen. Aber ich habe noch ein Embargo darauf bis heute. Aber sie wurde jetzt eh schon gezeigt. Also nehme ich nur so ein ganz kleines bisschen für Definition. Was sagen wir? Abgesehen von den Freckles. Entweder man liebt es oder man hasst es, ne? Aber die Base. Ist es schön. Ich hatte in der letzten Woche echt so ein bisschen Struggle, mich zu motivieren, weil ich halt viele, viele Sachen getestet habe und benutzt habe und alles ist gut. Aber irgendwie hat mich das nicht so gehypt. Aber tatsächlich hatte ich das, glaube ich, schon mal in einem Nabla-Video gesagt, dass Nabla es im Moment schafft, wirklich spannende Produkte rauszubringen. Also diese Kombination aus diesem Creamy Blush, den ihr sehr, sehr gut setzen könnt, und diesem Gloss, wo ihr einfach so ein paar Highlights mitsetzen könnt. In der Verpackung gefällt mir gut. Der Concealer gefällt mir tatsächlich sogar gerade am besten. Ich habe ihn nicht wirklich gesettet. Normalerweise gehe ich ja immer so ein bisschen mit Baking-Puder runter. Ich sehe ausgeschlafen aus. Und das ist etwas, was mir persönlich recht wichtig ist. Wir starten mal in den Tag. Ich schaue, wie es ist. Ihr bekommt in dem Video ja auch schon eine kleine Review von mir nachträglich eingeblendet. Aber, Freunde, ich glaube, wir haben echt tolle neue Produkte. Ich bin sehr gespannt. Die Mascara gefällt mir auch extrem gut gerade. Ich verlinke euch einfach mal alle Produkte unten. Ich habe einen Code von Cosmetic for Less bekommen. Das ist kein Affiliate-Code oder so. Vielen Dank an das Team von Cosmetic for Less, dass ihr mir die Produkte zur Verfügung gestellt habt. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu diesem Look sagt. Casual Pippi Langstrumpf Shaking Look. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.